Servus Leute, zurück zu Let's Play Traveler's Rest. So, wir haben das letzte Mal ein bisschen Geld gemacht, ein bisschen den Garten weiter aufgehübscht, beziehungsweise mehr Sachen gekauft für den Garten und noch ein bisschen Geld und Ruf gesammelt. Ja, jetzt heute möchte ich ein bisschen dem Angeln frönen, beziehungsweise... Oh, hallo. Dicke Dinge, Hier gibt's ein paar leckere Sachen. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob ich das gießen muss. Das sieht alles gegossen aus. Aber ich gieße es trotzdem. Sicher ist sicher. Dann müssen wir die Bäume rausreißen, die hier wild wachsen wollen. Oh, heute ist windig. Diese Windschleier, die ich hier sehe, kenne ich sonst noch nicht. Was hat das zu bedeuten? Hat das was zu bedeuten? Muss ich mir Gedanken machen? Ich weiß es nicht. Okay, 3x3 wäre viel besser als das hier, was ich hier gebaut habe. Weil das ist kompliziert. Und da ich nicht weiß, was ich jetzt schon gegossen habe, gieße ich wahrscheinlich Sachen jetzt mehrfach. So, aber ich glaube, ich habe... Habe ich dort unten schon gegossen? Ich weiß es nicht mehr. Ob ich angefangen zu gießen? Habe ich da angefangen zu gießen? Ja, da habe ich, glaube ich, schon gegossen. Gut. Heute ist ein windiger Tag, äußerst windiger Tag. Man hört, also ich höre es ganz leise im Kopfhörer, dass da irgendwie so ein... Ich glaube, das soll Wind symbolisieren, der Sound. Aber ich weiß eben nicht, was das bedeutet. Spiel, es ist ein windiger Tag, schön und gut. Was ist dort oben? Habe ich das gemacht? Ich kann mich nicht erinnern, dass ich da was gepflügt habe. Aber sei es drum. Uhr. Was will ich? Ach ja, Fisch. Fisch wollte ich heute angehen. Also wir müssen angeln. Ich habe verschiedene Köder, deswegen können wir verschiedene Fische fangen. Verschiedenste Köder. So. Wir haben viele Köder von besonderer Art. Okay. Oh, mehr Köder. Achso, hier unten wäre doch zum Beispiel was zum Angeln, nicht wahr? Mit Maden. Schauen wir doch mal. Hier müsste es... Das müsste Süßwasser sein. Ja. Das kriegt Willy. Wilson. Nicht Willy. Kommt bestimmt von den Nachbarn, dieser Stiefel. Okay, Flussbarsch. Ja, zu früh. Leider, wenn ich einmal sozusagen wieder raushole, ist der Köder normalerweise weg. Also bisher immer. Was soll denn das, der nächste Stiefel? Was ist denn das für ein verdrecktes Gewässer? Ich bin nicht hier, um ein Deichmann-Geschäft aufzumachen. Das ist ein anderer Simulator. Noch ein Flussbarsch. Wenn ich noch ein drittes Mal einen Flussbarsch bekomme... Dann nehme ich Regenwürmer als nächstes. Ich muss eigentlich nicht so trigger-happy sein mit dem Finger. Ich kann jederzeit immer warten, bis es richtig... Oh, das ist was Besonderes. Das ist was anderes als ein Flussbarsch. Lachs! Catch a maximum-sized fish. Maximum-sized! Maximum-power! So, Regenwurm. Ah! Was frisst hier einen Regenbogen?
Adlerfisch. Moment, Adlerfisch ist doch... Ist das Süßwasserfisch? Ach, Leute. Ich werde hier getrickst. Vielleicht sollte ich in die Höhle gehen. In der Höhle werden doch andere Fische sein. Okay, Adlerfisch. Adlerfisch bringt mir nichts. Okay. Dann probieren wir mit Ködermade. Doch in den Bergen. Oder kann ich. War nicht hier rechts auch Wasser? Nee. Nee, das ist eingezäunt. Kein Wasser. Also in den Bergen mal nach Wasser schauen. Kann ich in der Stadt angeln? Gibt es da einen Spot? Moment. Du. Kommst nicht vorbei. Berge. Wir haben hier Berggewässer. Hier zum Beispiel. Ich wollte gerade sagen, wo startet denn meine Anzeige? Ein Flussbarsch. Nee, den haben wir schon. Naja, ich habe ja noch andere Köder. Probieren wir doch mal einen Fleischköder. Ich darf bloß nicht aus Versehen runterzucken. Da ich nicht weiß, wie ich die anders bekomme. Ernsthaft? Fleischköder. Wie kann ich die herstellen? Wie kann ich meine eigenen Köder herstellen? Eine Barbe. Okay, ist doch schon mal was anderes. Gut, die Köder funktionieren also. Ich möchte aber in die Höhle mal reinschauen und vielleicht kann ich mit Regenwurm und dem anderen ein paar simplere Fische in dieser Höhle bekommen. Höhlenfische. Das sieht doch sehr verdächtig nach besonderem Angelgebiet aus. Nee, Süßwasserfisch. Könnte ich mir aber echt als chilligen und besonders im Sommer gut geeigneten Angelspot vorstellen. Hm, nee. Ja gut, wir haben noch andere Köder. Das zählt also auch zu wie vermutet zu Süßwassergebiet. Ich weiß gar nicht, mit was ich hier angel. Einen Aal. Mit Scampi? Meeresfrüchteköder. Und ein künstlerischer Köder noch. Oh. Fange Belohnung. Was für ein Hecht. Rede mit Hikari. Informiere sie über deinen Fortschritt. Na gut, es war abzusehen, dass ich das machen muss. Dann auf zu ihr. Wenigstens ein Questgeber, wo wir voranschreiten. Ich würde gern mehr Quests von anderen NPCs auch haben. Na, kommt vielleicht noch. Ah, tatsächlich, Wind ist was Besonderes. Wind kann... Bären sehe ich nicht so häufig. Ich frage mich, ob das irgendeine Bedeutung hat. Irgendein Event an irgendeinem Ort. Wow! Das ist neu.
Nur hier ist niemand. Hallo? Da sind irgendwelche Viecher drin. Da hat sich jemand niedergelassen. Okay, nix Event. Hier hat sich einfach jemand niedergelassen, der irgendwas gefangen hat. Aber der irgendjemand oder die irgendjemand ist nicht erkennbar, nicht sichtbar, nicht vorhanden. Oder irgendwo anders unterwegs. Hier sind sehr viele Sachen. Vielleicht ist dieser Wind auch bloß ein Zeichen, dass sehr viel zum Foragen ist. Ja, die misten aus oder haben gemolken, was auch immer. Kurz mal schauen. Da unten gab es nämlich auch viel Obst und sowas. Hier die Bäume. Ah ja, das war, glaube ich, der Plus-Effekt. Hier die Bäume sind Zitrone und sonstiges. Ja, ich bin es. Na gut. Das ist kein Ausrufezeichen über dir. Du bist unwichtig. Die Bäume haben noch keine neuen Früchte. Muss ich aber darauf achten. Das nehme ich auch. So Kräuter, daraus kann ich jetzt schon nützliche Sachen machen. Ich halte die Augen offen nach irgendwelchen Veränderungen. Außer dem einen Ort da mit diesen, wo sich jemand ein Lager aufgebaut hat. Auf dem Rückweg schaue ich da nochmal rein. Vielleicht sehe ich dann jemanden. Aber jetzt... Oh, Krabbe. Nein, ich will nicht graben. Ich will die Krabbe hauen. Kommt in die Suppe. Kurz mal schauen, ob hier noch eine Krabbe ist. Ja gut, den Müll kann ich auch abgeben, wenn ich schon mal hier bin. Hier, gönn dir und gönn mir. 5 Wilson-Siegel. Sehr faszinierend. So, mit dir soll ich reden. Ich sehe es an deinem Gesicht, du brauchst es mir nicht zu sagen. Gute Arbeit. Ich wusste, dass du es schaffst. Hier, du hast es dir verdient. Handgefertigt, Anu. Ich denke, es ist deine Zeit, dass du deine eigene Angel wirst. Mein Vater und ich haben mehrere Tage lang an ihr gearbeitet. Möge sie dir in den kommenden Gefechten gut dienen. Ich bin sicher, dass du eine bemerkenswerte Verbesserung verspüren wirst. Aber vergiss nicht, dass die Angel nur ein Werkzeug ist. Es ist der Mut desjenigen, der sie führt. Der wirklich wichtig ist. Aha, das ist unglaublich. Vor nicht allzu langer Zeit hättest du dich noch abgemüht, eine Sardine aus dem Wasser zu ziehen. Ernst. Gute Arbeit. Nicht viele haben das Zeug dazu, es so weit zu bringen. Vielleicht war es unser Schicksal, dass sich unsere Wege doch noch gekreuzt haben. Vielleicht. Testen wir doch mal. Hochhang noch angemacht von Jan. Okay. Schauen wir doch mal, was die drauf hat. Ob ich da einen großen Unterschied merke. Also der Treffpunkt war auf jeden Fall nicht breiter. Oh, da war ich zu langsam. Sardelle, neuer Rekord. Ganz nett, aber ich merke keinen großen Unterschied, ehrlich gesagt. Okay. Naja, immerhin. Wir können. Es ist schon spät. 19 Uhr. Wir können trotzdem mal abends in die Stadt gehen. Ich war, glaube ich, abends noch. Außerdem noch mal im Lager und. Ja, tatsächlich. Ich kann mal abends in die Stadt gehen. Ich war, glaube ich, noch nicht im Dunkeln in der Stadt. Vielleicht tut sich da auch was. Vielleicht ändert sich da was. Ach ja, wegen dir, da brauche ich sehr viele Materialien, um Tierbedarfe zu bekommen. Tierscheune und sowas. Muss ich mal explizit dran denken. So, jetzt schauen wir mal, ob abends jemand hier ist. Oh shit, wer bist denn du? Was bist du? Hallo? Entschuldige mich.
Du scheinst nicht für die Stadtwache zu arbeiten, oder? Nein. Bist du sicher? Ja. Hast du mich erschreckt, Kumpel? Du solltest nicht herumlaufen und so tun, als wärst du eine Wache. Weißt du, in was für Schwierigkeiten du geraten könntest? Hast du Probleme im Gesetz? Ich? Niemals! Was ist das alles hier? Es ist nur mein bescheidenes Lager. Die Reise nach Bere Bahasin ist lang und der Weg ist voller sehr verdächtiger Menschen. Ein paar Tage im Dickicht des Waldes zu kampieren ist der beste Weg, um wieder Kraft zu gewinnen. Ich meine diese Käfige. Oh, du hast ein gutes Auge, mein Freund. Hier gibt es allerlei kuriose und exotische Kreaturen, die auf einen neuen Besitzer warten. Normalerweise sind sie ruhig, aber die Reise macht sie meistens ein wenig nervös. Also stehen diese Tiere zum Verkauf? Ganz und gar nicht. Meine Aufgabe besteht darin, ein neues Zuhause für diese hilflosen Geschöpfe zu finden. Wenn ich jedoch einen angemessenen finanziellen Ausgleich erhalte, kann ich meine altruistische Sache finanzieren. Verstehe. Ich wusste, du verstehst das. Du siehst mir wie ein schlauer Bursche aus. Weißt du was, ich mag dich. Warum schaust du nicht mal um und sagst mir, wenn du etwas findest, das dir gefällt? Kleiner Vogelkäfig, Papageien. Ah, Vogelstimme, kaiserliche Vogelstimme. Tatsächlich habe ich in der Enzyklopädie was über Vögel gelesen. Der Papagei schlüpft irgendwann und kann dann irgendwie Sachen sagen. Also er lernt ein paar Sprüche und die wirken sich entweder gut oder schlecht auf den Ruf meines Hauses sich aus. Und ich kann sie mit Vogelkeksen sozusagen trainieren, dass sie eher die guten Sachen sagen als die schlechten. Aber ich befürchte, ich habe keinen Bedarf an einem Vogel. Aktuell. Kommt vielleicht noch. Okay. Mal schauen, ob der Typ auch später noch vorhanden ist. Ist auf jeden Fall eine interessante Sache mit den Vögeln. So, Dunkelheit. Wir wollen mal in die Stadt schauen. Vielleicht tut sich was in der Stadt. In der Nacht, am Abend, wann auch immer. Moment, die Sachen ablegen. Köder ablegen. Köder, 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 Köder. Angeln. Und die Angeln. Das sind alles Zutaten. Wir haben ein bisschen Gras gemacht. Halt die Wilsons-Teile. Warum wird mir Kältesymbol angezeigt? Egal. 16 Medaillen. Ja, man braucht ein bisschen mehr, damit es sich richtig lohnt. Ich will mir nur die Kohle, weil sie wertvoll ist. Für jegliche Schandtaten. Oder ich könnte halt Holz en masse machen. So, schauen wir mal bei Nacht in die Stadt. Was hat in der Nacht noch geöffnet? Was tut sich in der Nacht? Okay, die Taverne hat in der Nacht noch geöffnet. Logische Sache. Kann ich mit irgendjemandem hier was machen? Oh, ja, ja, Liederspieler schafft eine Seele. Okay, okay. Okay, wir haben hier noch nie so genau uns umgeschaut, oder? Schäbig. Sehr schäbig. Mauseloch. Ich war nie dort hinten. Das sind Fässer. Wow. Und so sind Fässer. Okay. Wer bist du? Du siehst so... Okay. Ja, der will noch eins. Vorletztes Bier. Ja, ja. Die sind irgendwie fertig hier. So, ich erwarte da drüben eigentlich, dass zu ist. Nein, ist auch noch offen. Okay, früh ist nicht offen, aber in der Nacht haben sie alles offen. Auch hier habe ich dort... Okay, dort oben ist nicht viel. Interesting. Wann machen die zu? Wahrscheinlich dann 22 Uhr, nicht wahr? Ich werde wahrscheinlich auf den Markt kommen und alle werden zumachen. Der hat irgendein Problem? Also, ich habe viele.
Okay, ich dachte... Jawohl, die machen gerade zu. Schön, dass die alle so eine kleine Animation haben. Aber ich wollte mal schauen, ob hier irgendwas in der Nacht los ist. Irgendwie zwielichtige Geschäfte oder sowas. Stadtwache passt schon auf. Aber sieht nicht so aus. Noch nicht zumindest. Schade, das fehlt mir noch ein bisschen. Einfach ein bisschen Gründe, sich umzuschauen. Mir wurde zwar gesagt, zu verschiedenen Zeiten, an verschiedenen Orten soll es Sachen geben, aber bisher noch nicht. Bisher noch nicht. Naja, gut. Wir haben auf jeden Fall die Quest mit dem Angeln geschafft. Tja, wäre schön, neue Aufgaben zu bekommen. Kommt vielleicht noch mit der Zeit. So, machen wir noch auf? Ne, ist schon spät. Die geforagten Sachen. Habe ich geforagte Sachen? Bist du geforagt? Bist nicht geforagt. Du bist geforagt. Und du auch. Das ist schon unangenehm. Nein, die genau. Oh, ich habe Müll. Den muss ich wann anders abgeben. Ach ja, mit den ganzen neuen Sachen kann ich auf jeden Fall schon ein paar Sachen machen, ein paar Sachen mehr machen. Wie man hier sehen kann. Nicht viel, aber hey, Getreidebrei. Yay. Hier kann ich nicht viel mehr machen. Hier nicht viel. Ich kann Malz wieder herstellen. Gerstenmalz. Hierfür fehlt Malz. Gut, und die Hefe fehlt dann noch. Ah, shit, die Hefe fehlt noch. Naja, ein andermal. Muss ich noch Hefe kaufen. Und die kann ich scheinbar nicht herstellen. Aber das ist nicht der Weltuntergang. Gut, dann würde ich sagen... Oh, das Bier vielleicht nochmal anschauen. Da wollt ihr schauen, ob irgendwann das Maximum erreicht ist. Oder? Das reift immer noch vor sich hin. Gereift. Okay, ich glaube, das andere habe ich gereift rausgenommen. Aber es reift immer noch. Na gut. Dann schauen wir mal demnächst, was daraus wird. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao. Bis zum nächsten Mal.